We do believe that this is a chemical attack by the Assad regime. This is a war crime. The world needs to see the use of chemical weapons. It will not be tolerated. Der Angriff auf Ghouta im Jahr 2013 war nicht der einzige Giftgasangriff im Syrienkrieg, aber er war der tödlichste. Über 1000 Menschen starben an den Folgen. Doch bis heute wurde niemand für den tödlichen Giftgasangriff auf Ghouta zur Rechenschaft gezogen. In diesem Video wollen wir analysieren, warum das so ist und warum deutsche Gerichte eine wichtige Rolle bei der Aufarbeitung dieser Angriffe spielen können. Schauen wir zunächst auf die Lage im August 2013. Seit Wochen versuchen die Truppen von Machthaber Assad, die Rebellengebiete in Ghouta, einem Vorort der Hauptstadt Damaskus, zurückzuerobern. Doch sie schaffen es nicht. In der Nacht vom 21. August dann schlagen mindestens 4 Giftgasraketen im östlichen Teil von Ghouta ein. Der Journalist Taher hat uns seine Bilder aus der Nacht geschickt. Er hat den Angriff überlebt und die Situation in den Krankenhäusern gefilmt. Auch in den Tagen danach ist Taher rund um die Uhr in Ost-Ghouta unterwegs. Er filmt Einschlagorte, Raketenreste und Massengräber und er interviewt Zeugen. Er will so viele Beweise sammeln wie möglich. Es sind diese Bilder, die die Welt aufrütteln. Auf internationalen Druck hin lässt der syrische Machthaber Assad schließlich UN-Inspekteure nach Ghouta. Sie untersuchen die Raketen, nehmen Bodenproben und sie kommen zu dem eindeutigen Schluss, dass bei dem Angriff die tödliche Chemikalie Sarin eingesetzt wurde. If you don't have a mask, you don't come close. Doch die UN-Inspekteure nennen in ihrem Bericht keine Schuldigen. Denn zu untersuchen, wer die Giftgasraketen abgeschossen hatte, dazu fehlte den Inspektoren das Mandat. Und Syrien streitet weiter jede Verantwortung für die Angriffe ab. Doch die USA verstärken den Druck, auch auf Russland, das Syriens engster Verbündeter ist. Im September 2013 dann einigt sich der Weltsicherheitsrat auf eine gemeinsame Resolution und verpflichtet Syrien, seine Chemiewaffen zu vernichten. Syrien stimmt zu und tritt der internationalen Chemiewaffenkonvention bei. Today's historic resolution is the first hopeful news on Syria in a long time. Eine nicht öffentliche, umfassende Untersuchung von Menschenrechtsorganisationen, die der DW vorlegt, zeigt jetzt, dass das syrische Regime offenbar auch nach dem Beitritt zur Chemiewaffenkonvention seine Ausrüstung und die nötigen Chemikalien zur Produktion von Kampfstoffen wie Sarin oder Chlorin behalten hat. Wir konnten den umfangreichen Bericht einsehen. Darin werden minutiös Produktions- und Lagerungsstätten für das Giftgas genannt. Kern des geheimen Chemiewaffenprogramms ist das SSRC, das Syrian Scientific and Research Center. Deren Institute sind im ganzen Land verteilt. Der Bericht zeigt auf, dass Syrien offenbar auch nach 2013 weiter chemische Kampfstoffe produziert hat. We've shown that Syria retains a robust chemical weapons program. So we found that immediately after the August 2013 attack, they began relocating their chemical stockpiles and essential equipment. And we found the relocation of specific chemical weapons production facilities new sites that had not been disclosed. Im Zuge unserer Recherche haben wir mehrmals die syrische Botschaft in Deutschland gebeten, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Aber unsere Anfragen blieben unbeantwortet.
Ein weiteres Indiz dafür, dass Syrien sein Giftgasprogramm offenbar im Geheimen weitergeführt hat, sind die zahlreichen weiteren Giftgasangriffe auf von Rebellen gehaltene Gebiete in Syrien, auch nach dem Jahr 2013. 200 Einschläge von Giftgasbomben und Raketen in den vergangenen 7 Jahren schreiben Menschenrechtsorganisationen dem syrischen Militär zu. Die Organisation gegen die Verbreitung von Chemiewaffen, kurz OPCW, hat viele dieser Angriffe untersucht und sich dabei vor allem auf die verwendeten Chemikalien konzentriert. Die Bestandteile sind sehr spezifisch und lassen Rückschlüsse darauf zu, wer das Sarin produziert hat, quasi wie ein chemischer Fingerabdruck. So untersuchen die Inspektoren auch die Proben eines Sarin-Angriffes in Khan Shaykhun im Jahr 2017. In ihrem Bericht heißt es, man sei sich ziemlich sicher, dass der syrische Staat für den Sarin-Angriff verantwortlich sei. Und auch einen Sarin-Angriff auf das syrische Tamenar schreibt die OPCW der syrischen Luftwaffe zu. Doch alle Versuche, den Einsatz von Giftgas im UN-Sicherheitsrat zu verurteilen und die Angriffe vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen, scheitern. Vor allem am Veto von Syriens Schutzmacht Russland. Those against? How could anyone look at the faces of lifeless children and choose to veto a resolution condemning those deaths? It is indefensible that Russia has chosen to protect the perpetrators of these attacks. Wie also können die Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden, ohne den UN-Sicherheitsrat einzubeziehen? Menschenrechtsorganisationen wenden sich immer häufiger an nationale Gerichte, die wie Deutschland das sogenannte Weltrechtsprinzip anwenden. Das Weltrechtsprinzip wird bei Verbrechen wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angewendet. Egal wo sie begangen werden, können die Täter überall auf der Welt angeklagt werden. So sammelt die deutsche Bundesanwaltschaft bereits seit Jahren Beweise zu Kriegsverbrechen in Syrien. Nach diversen Strafanzeigen zu Folter in syrischen Gefängnissen haben 3 Menschenrechtsorganisationen jetzt zum ersten Mal in Karlsruhe Strafanzeige wegen der Giftgasangriffe in Ghouta und Khan Shaykhun eingereicht. Mit dabei eine umfangreiche Dokumentation zu Ablauf der Angriffe, Opfern und möglichen Tätern. 2 Jahre lang hat der Syrer Hadi Al-Khatib vom Syrian Archive zusammen mit den anderen Menschenrechtsorganisationen an der Strafanzeige gearbeitet. Sie haben Augenzeugen der beiden Giftgasangriffe in Ghouta und Khan Shaykhun interviewt und tausende Dokumente, Fotos und Videos aus dem Internet analysiert. Und, erzählt er uns, sie haben diese Videos archiviert, damit die Strafermittler jederzeit darauf zugreifen können. We don't use videos that are not verified. We need to verify it, and this is by itself is a big challenge. We need to verify date, time, location, any objects that we can see in videos itself. The other part is definitely it is challenging to find witnesses, to find defectors, and to make sure that also they are feeling safe to talk about the incidents. Die mitgelieferten Dokumente zur Strafanzeige umfassen über 1000 Seiten und enthalten auch die Aussagen von 50 Überläufern aus dem Inneren des syrischen Machtapparats. Sie beschreiben die Befehlskette von Sarin-Angriffen und nennen auch Namen von mutmaßlich Verantwortlichen, darunter Syriens Präsident Bashar al-Assad und sein Bruder Maher. We have one witness who has described that the request for the use of sarin gas comes from Maher al-Assad and then is communicated to the presidential palace, where it is approved, we believe it is approved or ordered by Bashar al-Assad. Certainly, to convict any of those individuals of the crime, you would need additional evidence beyond this one witness, but we think the witness presents valuable evidence. Die Bundesanwaltschaft wird jetzt die Beweise prüfen und dann entscheiden, ob gegen Einzelpersonen ein Verfahren eingeleitet wird. Das kann aber noch Wochen oder sogar Monate dauern. Es geht darum herauszufinden, wer im juristischen Sinne verantwortlich sein könnte für die beiden Giftgasangriffe auf Ghouta und Khan Shaykhun.
Denn nach dem Völkerrecht sind vor Gericht nicht nur die verantwortlich, die wirklich auf den Abschussknopf gedrückt haben. Also people who have given orders to normal soldiers can be indicted because of this active ordering, yeah? Or even if the person didn't order themselves, but they were aware or should have been aware of these attacks, but because of their function as a military commander, they can be held responsible. Wer hat von der Planung der Sarin-Angriffe gewusst? Wer hat welchen Befehl weitergegeben? Die Ermittler in Deutschland versuchen jetzt, mit Zeugen zu sprechen, die in der Strafanzeige genannt sind. So wie die syrische Krankenschwester Iman. Sie will unbedingt aussagen, was ihr in dieser Nacht in Ghouta vor 7 Jahren geschah. Wir treffen sie und ihr Mann Mohammed irgendwo in Deutschland. Hey, الناس كيف كلها هيك مسطحة كأنك برشن على نمل بالأرض والله العظيم ما بيروح من بالي هذا المنظر. Ihr ältester Sohn wurde bei dem Giftgasangriff getötet. Sie und ihr Mann waren tagelang ohne Bewusstsein. Bis heute hat Iman nervöse Zusammenbrüche. Mohammed ist in ständiger Sorge. أنا بتمنى إيه بتمنى إنه عند القاضي وهي شو وقل له شو صار معنا عم ضرب بيت الكيماوي ان شاء الله يعني يدونيه انا بتمنى انه يعني يلحق مو للاسف هي امنيتي بالدنيا يحاسبوه هو اللي كانوا معه اللي ظلمونا وظلموا ناس كثير وظلموا اطفال كثير. Noch allerdings ist Assad für die deutschen Ermittler unantastbar, noch genießt er als amtierender Staatschef Immunität. Trotzdem gibt es Mohammed und Iman Hoffnung, dass jetzt in Deutschland Beweise gesammelt werden. Beweise, die für eine spätere Anklage genutzt werden können. Denn Kriegsverbrechen verjähren nicht.